jetzt an, wie man in den 20er Jahren dieses Jahrtausends Web Services standardmäßig umsetzen würde. Und dazu gehen wir jetzt auf das Spring Boot Framework etwas näher ein, was in Java sich weitgehend durchgesetzt hat zum effizienten Programmieren neuer Inhalte. Wir wollen erstmal kurz motivieren, warum wir uns überhaupt so ein umfangreicheres Framework anschauen oder auch weitere. Wir haben jetzt gesehen, dass es Frameworks wie JAX-RS gibt. JAX-RS vereinfacht vor allem Dinge wie die Parameterbehandlung und auch die Nutzung von MIME-Types, die es dort als jeweilige definierte statische Typen schon gibt. Allerdings bleiben noch einige Aspekte offen. Was wir zum Beispiel noch nicht strukturiert können, ist ein Exception Handling, sondern da erscheint meistens dieser Internal Server Error mit dem Code 500, HTTP-Status-Code. Wir haben auch noch gar keine Dokumentation. Das ist in REST ja allgemein schwierig, dass wir keine Meta-Beschreibung unmittelbar haben. Wir haben auch uns noch gar nicht um Sicherheit gekümmert, also zum Beispiel eine Authentifizierung hinzufügen, dass nicht jeder unseren schönen Node-Service einfach benutzen kann. Und wir haben uns auch noch gar nicht um Persistenz gekümmert. Sie kennen aus den Einführungen in das Programmieren vermutlich Dinge wie das JDBC direkt zu verwenden. Auf der anderen Seite ist es aus Klassen heraus, die ihre Entitäten darstellen, grundsätzlich natürlich damit verbunden, dass sie in den Code dann diese Queries hineinweben müssen. Deswegen gibt es ja das Java Persistence API, kurz JPA, und auch das lässt sich natürlich als umfangreicheres Framework einbinden. Alternativen wären jetzt, dass Sie je Aspekt, den ich hier genannt habe, zum Beispiel ein eigenes Framework einsetzen oder eben ein umfassendes Framework. Und wie gerade schon erwähnt, geht der Trend da jetzt eher Richtung umfassend. Das wesentliche umfassende Framework für Enterprise Java-Anwendungen heutzutage ist das Framework Spring. Das Icon sehen Sie hier oben eingeblendet. Und das Ganze geht im Wesentlichen zurück auf ein Buch von Rod Johnson, Expert One-on-One J2EE Design and Development. Und da hat er wesentlich vorgestellt dieses Thema Dependency Injection. Also sie injizieren für Abhängigkeiten jeweils das Passende, die benötigten Ressourcen, die benötigten Objekte, die sie gerade brauchen, ohne dass jeweils sie suchen müssen. Was da ins Spiel kommt, auch ist aspektorientierte Programmierung. Wenn Sie überlegen, Aspekte wie Transaktionen oder auch die Sicherheit wollen wir eigentlich gar nicht quer durch unseren Anwendungscode, durch unseren fachlichen Gewoben haben, sondern eigentlich wollen wir einfach, wenn wir eine fachliche Operation durchführen, davon ausgehen. Wir haben eine Transaktion wahrscheinlich drumherum, die man im Grenzfall wieder zurückrollen könnte. Wir haben abgesichert, dass nur die berechtigten Kreise zugreifen können und so weiter. Spring hat dafür Spring Aspect Oriented Programming, also kurz AOP, aber auch das bekannte klassische Java Framework AspectJ, die Spring unterstützt. Zudem gibt es einige Templates, womit Sie verschiedene APIs leichter nutzen können, zum Beispiel gerade auch die Behandlung von Fehlersituationen. Und das heißt, Sie können klassischen Java-Code nehmen mit POJOs, mit Plain Old Java Objects, und können den auf verschiedene Umgebungen bringen. Also zum Beispiel klassischen Java-Code, der nicht dafür vorgesehen war, auf einen Webserver bringen und dort als Webservice exponieren. Das ist für die Umwandlung von Alt-Anwendungen natürlich sehr hilfreich. Oder auch Code verwenden, der dann jetzt als Client in einer solchen verteilten Anwendung arbeiten kann. Die Enterprise Java Anwendungserstellung mit Spring Direct fällt relativ komplex aus, weil Sie sehr viele XML-Konfigurationsdateien anfangs befüttern müssen. Und diesen Manko hat man irgendwann erkannt und hat versucht, es zu adressieren, indem man ab etwa 2011 das sogenannte Spring Boot eingeführt hat. Damit können Sie die Konfiguration wesentlich vereinfachen, denn man geht immer davon aus, dass es eine Konvention, einen Standardwert gibt sozusagen, etwas wie man es normalerweise täte, und dass das immer zuerst kommt. Und erst wenn Sie etwas anderes wünschen, dann müssen Sie es explizit über XML-Dateien konfigurieren. Und um das weiter zu vereinfachen, gibt es dann den Spring Initializer.
Ja, das ist kein Rechtschreibfehler, sondern Sie sehen hier rechts auch die entsprechende Webseite eingeblendet, start.spring.io. Aber wenn Sie Spring Initializer suchen, finden Sie es auch sofort. Und dort können Sie ganz bequem per Mausklick sozusagen sich bereits Ihr Projektfile rausgenerieren lassen. Das heißt, Sie können hier vorwählen, welche Sprache möchten Sie. Da sehen Sie, Java ist hier schon vorgewählt. Spring Boot nehmen wir die aktuell stabile Version. Dann nehmen Sie natürlich gerade für Produktion nie irgendetwas, was Meilenstein, Schnappschuss oder sonst etwas ist, sondern das Stabile. Und Sie können dann auch gleich hier Ihre Metadaten einstellen. Sie sehen, dass wir dann hier schon für das Notes die passenden Vorgaben eingestellt sehen. Und gepackaged wird das Ganze nach wie vor in so ein WAR-Archiv, was ja dann in den Tomcat hineinzupacken ist. Als produktive Version habe ich hier Java 11 ausgewählt, so wie wir das bisher auch gehandhabt haben. Java 14 ist zwar verfügbar seit einer Weile, aber noch aus meiner Sicht nicht stabil. Deswegen sollten Sie produktiv erstmal bei Java 11 bleiben. Und Sie können hier dann auch gleich die Abhängigkeiten auswählen. Das sehen Sie in dieser rechten Spalte, wo ich unter Dependencies auch gleich unser Jersey, also unser JaxRS-Framework hinzugefügt habe, um hier möglichst gleiche Bedingungen zu schaffen. Der eine Punkt, der noch neu ist, ist, dass Sie für das Projekt jetzt hier eine Build-Umgebung verwenden. Da sehen Sie ganz oben links, dass Sie bei Projekt auswählen können, ob es sich um ein Maven oder ein Gradle-Projekt handeln soll. Maven und Gradle sind die zwei bekanntesten Build-Tools. Und die Wahl fällt hier auf Maven, weil Sie sich mit XML auskennen und Maven über eine zentrale Datei pom.xml gesteuert wird, die Ihnen der Spring Initializer dann hier auch gleich passend mit herausgeneriert. Wenn Sie auf dem Rechner das nicht haben sollten und Ihre IDE das nicht mitbringt, integriert, dann müssten Sie sich Apache Maven noch installieren, was aber eine quelloffene, frei und kostenfrei verfügbare Software ist. Der Spring Initializer wird Ihnen hereingenerieren eine Abhängigkeit in Ihr Maven-Projekt zu dem Spring Boot Starter. Und der Spring Boot Starter, der nutzt dann oder implementiert genau diese Konventionen, also Einbinden klassischer Komponenten. Typisch hier ein Apache Tomcat, den Sie jetzt schon intensiver aus der Einführung kennengelernt haben. Ein PostReach zum Beispiel als Datenbank, wenn Sie hier Persistenz möchten. Das werden wir jetzt nicht verwenden, sondern wir werden den Service einfach ohne Persistenz bauen, weil es uns ja um die Angebotsseite geht. Und das Ganze bindet er dann automatisch in die Build-Tools ein, da wir hier Maven wählen, also bei uns in diese POM-XML. Und wenn Sie das generieren lassen, da klicken Sie unten auf Generate und dann bietet er Ihnen gleich ein ZIP-File zum Download an, was den Namen dieses Namens hat, der sozusagen unter Project Metadata steht. Also in unserem Falle generiert er hier eine Service.zip. Und genau diese Service.zip, die können wir dann in Eclipse einfach über Import und dort ein Project und das from Archive, können wir das importieren. Dann wird der Eclipse dieses Archiv abscannen und wird dort ein Maven-Projekt finden. Und wenn Sie dann auswählen, jawohl, nimm dieses Maven-Projekt, dann haben Sie gleich eine fertige Projektstruktur. Und auf der aufsetzen können Sie dann einen Node-Service entwickeln. Um mit der Entwicklung unseres Spring Boot Web Services loszulegen, haben wir im Spring Initializer uns eine entsprechende ZIP-Datei generieren lassen, die auf ein Maven-Projekt aufsetzt und die passenden Targets bereits mitbringt, also in ein WAR-File baut und die entsprechenden Package-Names beinhaltet. Und um die jetzt hier zu importieren, diese ZIP-Datei bzw. die Projektdefinition daraus, wählen wir unter File oben im Menü bei Eclipse dann Import aus. Und unter Import müssen Sie dann unter General ein Projects from Folder or Archive auswählen. Und wenn wir dann auf Next gehen, dann können wir hier das Archive auswählen. Und er bietet uns dieses passende an auf dem Desktop. Ich habe also jetzt einen Service wieder generiert als Namen, dass dieser Name genau zu dem passt, was wir vorher gesehen haben. Und jetzt wird er dieses Archiv abscannen und findet hier drin ein Maven-Projekt. So wie wir das bestellt hatten. Wir wählen also hier unten diesen
Maven-Projekt Eintrag aus und klicken auf Finish. Jetzt bekommen wir hier unten unser Projekt Service. Und da drin sehen Sie, hat er diese Quellstruktur angelegt und hat uns unten eine POM-XML herausgeneriert. Unter der Quellstruktur finden wir unter Main dann das Java. Ja, und Sie sehen, im Hintergrund ist dann Maven schon aktiv geworden, hat uns jetzt hier diese zusätzlichen Dinge hinein generiert. Der Eclipse baut unten noch fleißig an dem Workspace herum. Da sehen Sie diese Balken durchlaufen. Deswegen hat es mir zwischendrin jetzt unter der Haube noch einmal zugeklappt. Aber unter Source finden Sie unter Main dann Java und da natürlich jetzt diesen Package-Pfad, den wir immer verwenden. DHFT Stuttgart WS REST Notes und darunter Service. Und hier in diesem Service drin liegen momentan zwei Klassen. Das eine ist die eigentliche Application dazu und das andere ist noch der Initializer. Wenn wir da mal kurz reinschauen, was er uns hier rausgeneriert hat, dann werden Sie sehen, dass er einigen Gebrauch von Annotationen macht. Die wesentliche hier ist diese Add Spring Boot Application. Aber diese Application brauchen Sie im Normalfall gar nicht anzufassen. Aber da drin liegt Ihre eigentliche Main-Methode hier. Er zieht dann in Spring Boot unter der Haube den passenden Application-Server an. Diesen Initializer, den schauen wir uns auch nochmal kurz an. Der geht eigentlich auch nichts weiter her, als dass er für die Konfiguration im Servlet zurückliefert. Da ist die Application-Klasse und das ist genau diese Application-Klasse, die wir jetzt schon gesehen haben. Jetzt, um unser Projekt hier zu starten, brauchen wir natürlich noch eine passende Entität. Und da haben wir eine Nodes-Entität. Die kann ich jetzt hier aus dem anderen Service einfach kurz entnehmen. Diese Service-Entität, das ist im Grunde einfach eine fachliche Entität, diese Node. Wir können auch den Author auch noch mitziehen. Dann gehen wir mal her, ob wir jetzt das Ganze kopieren können. Schauen wir mal. Nicht zu arbeiten, dann gehen wir einfach her und legen hier einen neuen Folder an. Den nennen wir jetzt Entity und dann kopieren wir sie direkt. Das geht natürlich auch. Ah, jetzt hat er es gemerkt. Folder doch wieder entfernen. Er hat es da oben reingepackt und das nur unten nicht refreshed. Hier ist jetzt doch noch nichts drin. Da hat er nur das nackte Package kopiert. Das ist aber ausbaufähig. Ziehen wir die beiden einfach hier runter und kopieren sie jetzt hier in unser Entity rein. Dann haben wir also diese beiden Entities hier drin. Können wir jetzt auch mal drauf schauen. Da werden Sie gleich sehen, die sind im Grunde nichts weiter als eine Ansammlung von Attributen mit Gettern und Settern. Wir beschäftigen uns jetzt hier mal mit der Node. Und da sehen Sie, das ist wirklich so ein plain old Java Object. Wir haben hier diese vier Members. Wir haben einen Konstruktor, der diese vier als Parameter entgegennimmt.
wir haben Getter und wir haben dann die passenden Setter. Und das brauchen wir, weil eben wir von außen hier dieses Mapping nach JSON zum Beispiel, was wir zum Übertragen der Daten nutzen wollen, dann geschenkt bekommen, wenn diese Entitäten so aufgebaut sind. Spring setzt das Model View Controller Pattern ein. Das heißt, die eigentliche Steuerungsarbeit leistet typischerweise in der Spring-Terminologie ein Controller. Und das heißt, die REST-Verarbeitung würden wir jetzt auch in eine neue Klasse hineinpacken, die wir Nodes Controller nennen. Die packen wir in unser Service Package. Und erzeugen uns jetzt hier also eine Class. So, diesen Nodes Controller, den müssen wir in Spring Boot einfach nur als REST Controller annotieren. Wir können das jetzt hier importieren. Und dieser Nodes Controller, der soll uns jetzt diese Nodes verwalten. Normalerweise muss man auch dazu sagen, würden Sie das wahrscheinlich nochmal auslagern in eine Klasse Nodes Repository oder ähnliches, die dann Ihre Nodes Liste verwaltet. Wir kürzen das jetzt hier der Einfachheit halber ein bisschen ab. Das heißt, wir brauchen jetzt diese Private. Und dann definieren wir uns eine Map über Integer, was dann die ID der Node ist, und Node. M für das Member. Jetzt müssen wir die Map und die Node hier noch importieren. Beides kriegen wir über Steuerung 1. Müssen wir jetzt gucken, dass wir die richtige Node aus unserem Entity Package importieren, die wir gerade dahin kopiert haben. Jetzt den Konstruktor. Und der geht einfach her und setzt diese M-Nodes auf eine new hash map over integer, string, node. So. Dann müssen wir jetzt die hash map natürlich auch noch importieren. Und jetzt kommen die eigentlichen Methoden zur Request-Behandlung. Die können wir hier benennen, wie wir möchten. Solange wir die passende Spring Boot Annotation davor setzen. Public sollten sie natürlich schon sein, damit man von außen drankommt. Wir brauchen also für das Get eine Public. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir geben die ganzen Nodes zurück, dann können wir hier auch eine Map over Integer, Node definieren. Read Nodes nennen wir es nochmal nach dem Grad-Paradigma. Ich hätte ja auch GetNodes schreiben können, natürlich, das ist wahlfrei. Es geht nur darum zu zeigen, die Methoden müssen nicht wie beim normalen Servlet hier auch gleich wieder DoGet, DoPost und so weiter heißen, sondern das ist hier weg abstrahiert. Und das heißt, wir können jetzt hier einfach erstmal unsere M-Nodes zurückgeben. Dann brauchen wir hier ein Request-Mapping. Und das bekommt als Parameter einmal natürlich die Method. Request Method Get. Dann brauchen wir noch den eigentlichen Pfad, auf dem der lauscht. Das geht über Value. Sollte man klein schreiben per Konvention, Plural und Klein. Und sollte noch angeben, was das denn jetzt als Ergebnis produziert, welchen MIME-Type. Die heißen dann hier Media-Type. Müssen wir jetzt auch den Media-Type erst noch importieren eigentlich. Gucken wir mal, eben hat er schon gerade was aufblitzen lassen. Jetzt bietet er diesen Media-Type nicht an. Hat aber doch ihn offenbar gefunden, denn wenn ich jetzt hier Application JSON auswähle, dann importiert er ihn sogar automatisch. Gut, das M-Nodes geben wir jetzt zurück. Das wäre eigentlich schon ein minimaler Webservice,
der einfach immer nur die Notes zum Auslesen anbietet, wenn Sie so wollen, ein Microservice, der noch nicht mehr kann. Aber wir brauchen natürlich jetzt die Möglichkeit, hier Notes auch hineinzubekommen. Das heißt, wir brauchen eine Methode, die auf Post reagiert. Nennen wir die dann saubererweise CreateNote. Ja, die könnte auch eine Note sein hier und gibt die erzeugte Note wieder zurück. Und die braucht jetzt sicherlich eine Note als Parameter, damit wir das Ganze erzeugen können. So hätten Sie es in normalem Code ja auch gemacht, der nichts mit Web Services zu tun hat. Und das heißt, wir müssen jetzt den mNotes put a note. Da setzt er jedes Mal als erstes Compute ein, wenn man durchtippt. Das, da ist die Map irgendwie ungeschickt gestaltet, beziehungsweise Eclipse merkt es nicht. A note get ID. Denn die ID soll der Schlüssel sein. Dann können wir hier die A note einfach reinstecken und behalten die. Und dann können wir jetzt sagen return a note. Das sind jetzt natürlich alles Gutfälle. Wir betrachten hier noch gar nicht, dass auch etwas schief gehen könnte, dass uns jemand hier was Falsches gibt und Ähnliches. Das lassen wir erstmal dahingestellt. Das kann man sich gleich noch anschauen. Ich hatte Ihnen ja auch gezeigt, dass Spring Boot durchaus Exception Handling kann. Und das werden wir uns gleich auch noch mal kurz anschauen. Ein Create Node. Jetzt brauchen wir noch das Public. Das muss jetzt dann ein Void sein. Delete Node. Node a Node. Und dann machen wir einfach ein Remove auf das a Node get ID. Wir haben jetzt noch gar nicht geprüft natürlich, dass es diese ID vielleicht gar nicht gibt oder Ähnliches, aber im Grunde genommen wollen wir ja so etwas machen. Und jetzt bräuchten wir noch das, das Update sozusagen, public void update Node. Ja, da können wir auch eine Node zurückgeben gleich, Node, update Node. Und die bekommt eine Note a Note. Und das heißt, beim Update könnten wir jetzt einfach tricksen, denn wir bekommen ja die gesamte Notiz hier schon gereicht. Wir müssten also jetzt nicht alle Felder überschreiben, sondern könnten theoretisch einfach die a Note in unsere M-Notes hineinstopfen und vorher die alte herauswerfen. Das wäre natürlich jetzt nicht ganz sauber. Wir können natürlich auch versuchen, die Note in der Map zu finden und dann dort jeweils die Werte zu übertragen. Das wäre auch möglich. Also beide Wege sind gangbar. Sauber wäre natürlich hier die Werte zu übertragen. Weil das Übertragen aber langwierig ist, gehen wir jetzt einfach her und suchen uns diese ID dieser Node heraus. Das heißt, wir ersetzen einfach die Node, die unter der ID steht, durch die übergebene. Das heißt also mNodes get a Node get ID. Damit holen wir uns das bestehende Element raus. Aber das können wir uns sparen. Wir können einfach gleich mit put das neue Ziel hineinschreiben, die A-Note. Jetzt sollten wir dem Spring Boot noch mitteilen, wo wir denn diese Note erwarten zu finden. Und da können wir dazu schreiben, dass wir diese Node im Request Body erwarten. Damit haben Sie auch dieses Problem nicht, dass
irgendetwas als Parameter übergeben werden muss, weil ja die URL-Parameter für jeden sichtbar sind. Das können wir natürlich jetzt hier genauso annotieren bei dem Create. Und bei dem Delete, da kommt jetzt ins Spiel, dass wir im Grunde sogar mit der ID leben können. Das heißt, wir können uns nur die ID auslesen. Und da kommt jetzt ins Spiel, dass wir für das Request Mapping eine Variable brauchen. Das kann ich da jetzt vielleicht zum ersten Mal kurz zeigen. Wir können hier das Wesentliche natürlich kopieren. Wobei es dann Ärger gibt, dass wir das get doppelt haben. Da müssen wir natürlich jetzt die Methode hier durch delete ersetzen. Und hier wollen wir jetzt die ID haben. Die ID, wenn das eine Variable sein soll, schließen wir die in geschweifte Klammern ein und können die dann hier verwenden mit einer addPathVariable. Und dann werden wir hier ein Integer erhalten, AID, als Argument. Und dann können wir hier einfach auch direkt diese AID einsetzen. So. Was uns jetzt hier immer noch komplett fehlt, ist, dass wir Exceptions abfangen können. Und was uns natürlich auch fehlt, ist hier noch dieses Request Mapping auf die Method auf Post mit dem Value, müssen wir Komma setzen, ebenfalls gleich Notes ID und ebenfalls mit einem produces media type. Application JSON. So, hier können wir natürlich gleich auf die ganze Node abstellen, denn wir brauchen sowieso die ganze Node, die wir uns dann hier aus dem Request Body herausholen. Hier darf natürlich keine ID stehen, denn wir kennen ja eine ID eventuell noch gar nicht. Die wird ja hier eventuell noch vergeben beim Update. Aber da brauchen wir natürlich eine ID. Müssen nur dann hier auf Put umstellen. So, beim Post und beim Get bräuchten wir für die gesamte Liste jeweils, also hier beim Post für die eine neue Node und beim Get für die gesamte Liste brauchen wir keine ID. Beim Put für das Update und beim Delete müssen wir natürlich genau die ID der Node angeben, die wir löschen möchten. Wir könnten auch eine spezifische Node hier rausholen lassen, indem wir eine ID mitgeben. Das wäre zu lösen, indem wir hier die Get-Methode kopieren zum Beispiel. Wir könnten auch, wenn wir eine Methode auf mehrere Sachen lauschen haben wollen, könnten wir hier mit geschweiften Klammern könnten wir eine Liste angeben und dann hier nochmal das, was wir in den anderen Pfaden schon haben, die ID hier so einhängen, dann lauscht er auf beides und dann müssten wir jetzt hier prüfen, ist dieser ID-Parameter vorhanden oder nicht. Sie sehen ja schon, dass Sie hier unten eine Path-Variable, eine Integer-AID haben und im Grunde genommen müssen Sie dann auch sowas hier mitgeben. Da sollte man dann noch aufpassen, da diese ID ja nicht zwingend vorhanden sein muss, müssten Sie dann einen Optional over Integer nehmen. Das sähe dann also etwa so aus. Dann könnten Sie das Ganze aufrufen mit und ohne ID im Pfad.
Und dann müssten Sie hier drin natürlich prüfen, ist die ID übergeben worden. Wenn die ID nicht übergeben worden ist, dann geben Sie alle Notizen zurück. Im anderen Fall nur eine. Das sieht dann eben so aus. Jetzt müssen wir den Option noch importieren. Steuerung 1. Der steckt direkt in Java Util drin. If AID Also wenn diese ID überhaupt belegt ist, dann können Sie das Ganze herausholen. Ansonsten würden Sie hier weiterhin, wir könnten hier natürlich sagen, würden Sie erstmal, wenn es gleich ist, die gesamten Notizen zurückgeben. Und wenn es ungleich 0 ist, dann holen Sie eine zurück. Das heißt, ansonsten können Sie jetzt hierher gehen. Wenn es nur eine ist, müssten Sie halt hier eine komplett neue Map aufmachen. Schöner wäre es, wie gesagt, wenn Sie jetzt hergehen und dafür einfach eine separate Methode definieren. Also Sie gehen hier nicht her und schließen hier die Nodes ein, sondern Sie lassen es so, wie es war. Und gestalten hier einfach eine neue Methode. Das Schöne ist ja, dass Sie anders als bei dem Standard-Servlet nicht darauf angewiesen sind, dass es nur eine DoGet-Methode gibt, die dann filtern muss, sondern Sie können ja hier ganz gezielt mit Request-Mapping einfach eine zweite Methode haben, die auf das Get lauscht. Und die hat eben dann diese ID dran. Dann können wir hier oben übrigens natürlich auch die geschweifte Klammer wieder wegnehmen. Wenn wir nur einen Wert haben, dann genügt uns das völlig. Hier wieder die ID als Variable. Nun, das wäre dieser Fall, dass wir nur 1 auslesen möchten. Produzieren hier immer Application JSON als das verbreitetste. Das müsste dann jeweils die andere Seite parsen. Da brauchen wir jetzt noch die Methode, eine Public Node, die kann dann nämlich jetzt auch direkt wieder eine Node zurückgeben. Read Node. Und jetzt können wir wieder mit Add Path Variable Node. Nein, ID natürlich. Sie müssen die als ID explizit kennzeichnen. Integer. Damit er weiß, wenn Sie mehrere Pfadvariablen haben, welche Sie denn jetzt gerade hier wohin mappen wollen. Das brauchen wir natürlich hier unten auch, dass wir den Namen hier mit einschließen, um diese Annotation zu konfigurieren, und die muss natürlich jetzt noch die Node zurückgeben. Also return nodes get AID. Und da sehen Sie, dass unser vollständiger CRUD-Service, wenn wir jetzt hier noch nichts berücksichtigen, keinen Missbrauch berücksichtigen, extrem kurz ausfällt. Dank dieser zahlreichen Annotationen. Das Mapping geschieht hier tatsächlich komplett automatisch, also die Node, da haben Sie jetzt gesehen, da gibt es keinerlei ToString oder ToJSON-Methode oder ähnliches, sondern das macht Ihnen Spring Boot alles im Hintergrund automatisch, dadurch, dass Sie hier einerseits sagen, Sie geben eine Node zurück und andererseits hier als MediaType Application JSON eingegeben haben. Da wird standardmäßig im Hintergrund gleich ein passender Mapper angeworfen und Sie müssen sich auch nicht damit auseinandersetzen, wie Sie hier den Inhalt dieser Node in JSON verwandeln oder aus JSON wieder zurück, denn Sie bekommen ja hier Nodes teilweise auch als Parameter. Darum müssen Sie sich nicht kümmern. So, jetzt können wir uns noch mit dem Exception Handling beschäftigen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal einige Fehlerfälle abfangen. Wir können also hier
Zum einen könnten wir hier abfragen, ob die ID für ein Boot schon vorhanden ist und könnten sagen, dann kannst du hier keine neue anlegen, also if not mnodes contains key. Das heißt, wenn das da noch nicht drin ist, dann können wir das ohne Probleme übergeben. Und ansonsten, jetzt fehlt hier eine geschweifte Klammer. So, ansonsten else throw new eine illegal argument exception, und zwar dass unsere ID bereits in Benutzung ist. Na, get ID. Dass unsere ID bereits in Benutzung ist. Natürlich wird unser Code durch diese Dinge jetzt länger, aber wir sichern uns halt ab, dass zum Beispiel keiner einen Insert, eine neue Anlage versucht, wo eine neue Anlage nicht vorgesehen ist. Dasselbe könnten wir natürlich jetzt hier machen, dass die ID nicht existiert. Da wäre es umgedreht. If wenn es beinhaltet ist, dann gib hier die passende Note zurück. Und im anderen Fall werfen wir wieder die Illegal Argument Exception. Dass die ID gar nicht valide ist. Das ist nur die AID. Und das brauchen wir natürlich jetzt auch hier unten noch, da wo wir explizit die IDs haben. Das heißt, da können wir im Grunde dieses ganze Muster kopieren. Sie wissen ja, mit Copy-Paste äußerste Vorsicht. Aber in den Fällen ist es angebracht. Dass es hier halt a node getID heißt. Aber das ist in den Griff zu bekommen. So, dasselbe machen wir beim Delete natürlich auch noch. Müssen wir jetzt nur noch gucken, wenn es enthalten ist, genau, ist exakt das gleiche. Wenn es enthalten ist, dann können wir löschen. Ansonsten müssten wir hier eine Illegal Argument Exception werfen. Und dann sind wir so weit durch, dass wir zumindest abgesichert haben, dass wir passende IDs und passende Nodes bekommen. So, normalerweise werden uns alle diese Illegal Argument Exceptions jetzt natürlich als Internal Server Error 500 um die Ohren fliegen, als Aufrufer, wenn wir hier was Falsches angeben.
Und da bietet Spring Boot auch gleich wieder eine elegante Methode, das dann umzubiegen auf einen anderen Statuscode zum Beispiel. Und das löse ich, indem ich einfach hier einen AddExceptionHändler registriere. Und der sollte heißen Handle und genau wie die Exception, also Illegal Argument Exception. Und der bekommt diese Exception mit. Und er bekommt das Request mit. Beziehungsweise die Response. Und da ganz klassisch, da sehen Sie, dass letztlich überall drunter doch wieder das Servlet aktiv ist. Eine HTTP Servlet Response A Response. Es verpacken halt alle nur dieses Servlet. Wir müssen jetzt diese Exception Handler Annotation noch importieren. Und jetzt können wir hier sagen, die Response müssen wir auch noch importieren. Und jetzt können wir hier sagen, a response send error. Und können hier den passenden Status setzen und die Message mitgeben. Und dann sind wir fertig. Machen hier also einen Bad Request raus zum Beispiel. Dann bleibt immer noch eine 400, wie Sie jetzt vielleicht gesehen haben. Und dann können wir hier natürlich trotzdem a exception. Und hier den Stacktrace einfach rausgeben zum Beispiel. Oder die Exception einfach in eine String umwandeln, was immer Sie hier mögen. Gestalten wir es jetzt hier einfach. Jetzt müssen wir das noch nachschauen. Send Error. Was brauchte der? Also Sie können, indem Sie hier wieder hingehen, gleich gucken. Das Int müsste eigentlich schon der Statuscode sein. Immer noch ein Statuscode ist, müssen Sie aus diesem Int jetzt hier mit Punkt Value noch den Wert rausholen. Der Statuscode selber hat den nicht. Jetzt gucken wir einmal. Da kann natürlich noch eine IO-Exception fliegen, dass das mit dem Senden also nicht funktioniert. Die werfen wir dann jetzt einfach raus, um das hier nicht noch weiter zu verkomplizieren. So, und damit, selbst wenn Sie einen illegalen ID-Parameter hineingeben, werden Sie nachher nur eine 400-Antwort bekommen, allerdings mit dem Zusatz Bad Request und der Aussage, dass Sie hier eine invalide ID angegeben haben oder eine ID, die jeweils bereits in Verwendung ist. Und da sehen Sie, dass wir jetzt unseren ganzen Service hier in gut 80 Zeilen definieren kann. Das meiste davon sind noch Imports. Ich kann jetzt hier die Option wieder rausnehmen, die ich Ihnen eben einmal gezeigt hatte. Und schon haben Sie einen CRUD-Service auf dieser Entity-Node. Das können wir jetzt noch speichern und danach können wir den auch auf den Webserver deployen. Das war der erste Punkt von der Folie, dass ich Ihnen so ein Exception-Handling gezeigt habe. Der zweite Punkt wäre,
dass sie auch eine Dokumentation haben können. Und Standard in der Dokumentation von REST Web Services ist heute OpenAPI. Das war bis Version 2 noch bekannt als Swagger. Und ab Version 3 heißt es dann eben OpenAPI Version 3. Da bekommen Sie eine Dokumentation, die Sie abrufen können einmal und zum anderen aber auch, die Sie sogar über ein grafisches UI betrachten können. Und um das hinzubekommen, da müssen Sie jetzt tatsächlich in diese PromXML einsteigen. Wenn Sie das machen, dann kann Ihnen der Maven das Ganze sogar automatisch mitbauen und kann Ihnen das auf dem Webserver mit ausrollen, auf dem Sie das Ganze gerade laufen lassen. Dazu gehen wir mal kurz in so eine PomXML rein hier von unserem Projekt. Dann sehen Sie mal grundsätzlich auch, wie die aufgebaut ist. Maven listet da drin sämtliche Dependencies, sogenannte Dependencies, also Abhängigkeiten. Sie sehen, dass er hier einiges übernommen hat aus dem Generator auch. Also wir benutzen die aktuelle 2.2.6 Release-Version von Spring Boot. Hier hat er als Group-ID das übernommen, was wir eingepflegt hatten. Er hat als Artifact-ID diesen Service übernommen, als Namen auch. Das ist natürlich relativ nichtssagend. Das ging jetzt darum, dass, wenn Sie einfache REST-Beispiele anschauen und wir dieses Unterverzeichnis Entity hatten, dass das dann auch gleich ist mit dem Service-Unterverzeichnis, was dann parallel liegt, damit alles schön identisch aussieht. Description hat er auch übernommen, die wir hier eingegeben haben. Und darunter finden sich neben den Properties, wo eben die eigentliche Java-Version festgelegt wird, die wir genannt hatten, findet sich auch die Dependencies. Und Sie sehen hier bei den Dependencies hat er einige von Spring Boot eingetragen, nämlich genau dieses Starter Web und weil wir Jersey angewählt hatten, auch Starter Jersey. Und Sie sehen, dass er hier zur Integration mit Tomcat auch die Starter Tomcat eingetragen hat. Und wenn wir jetzt uns OpenAPI mitgenerieren lassen wollen, dann brauchen wir einfach nur eine weitere Dependency hier einfügen. Sie haben ja gehört, dass das über Dependency Injection bei Spring Boot viel läuft. Und Maven benutzt Dependencies, um damit die passenden Klassen jeweils mit anzuziehen, wenn er den Code bauen soll. Und dann kann er eben in einer bestimmten Phase kann er diese Dokumentation gleich mit raus generieren, auch in einer grafischen Form. Und dazu müssen wir hier einmal eine Dependency einfügen und zum anderen ein Plugin. Diese Dependency und dieses Plugin habe ich Ihnen in bester Chefkochmanier hier mal vorbereitet. Und Sie müssen also einfach von org-spring-doc die Spring-Doc OpenAPI UI mit einschließen. Hier haben wir die Version mal festgenagelt auf die aktuelle 1.2.32. Das ist das übliche Vorgehen. Sie könnten wahrscheinlich die feste Versionsangabe auch weglassen. Momentan liefe das so dann auch. Und Sie brauchen eben, damit der Maven diese Dokumentation während des Builds auch wirklich baut, brauchen Sie hier einen Aufruf für das Plugin mit dem Generator. Und dann generiert Ihnen Maven die Informationen für die Web-Oberfläche gleich mit raus, also dieses org-spring-doc-Plugin wieder, was in Maven sich integriert für OpenAPI. Und da ist eine andere Version, die 0.3 aktuell. Und das wird in die Maven-Phase Integrationstest mit eingeklinkt, dort dann eine Generierung. Und Maven kennt verschiedene Phasen, aber auf die wollen wir jetzt hier nicht näher eingehen. Es passiert dann insgesamt während dieser Bauphase und während er das Ganze zusammenpackt, damit Sie das auf Ihren Tomcat ausrollen können. Und um das auszurollen, da brauchen Sie jetzt dann diese eigentliche Application. Und diese Application können Sie natürlich ganz klassisch über Debug as, Debug on Server entsprechend ausspielen. Dann bietet er Ihnen hier den Server schon an, den Sie haben, und dann können Sie hier auswählen. Typisch wird er dann hier gleich diesen Service schon mal eingefügt haben, den wir erstellt haben, und Maven addiert da immer dann noch dieses Suffix, welche Version wir eigentlich gerade haben. Da können wir dann einfach Finish sagen und dann geht es los. Wenn wir diesen Service jetzt testhalber starten,
Dann sehen wir hier die rote Tomcat-Konsole durchlaufen, die Informationen und danach eine neckische kleine Spring ASCII Art und darunter auch die Angabe, dass wir es mit Spring Boot gemacht haben und er initialisiert unser Servlet und danach können wir dann Tests vornehmen, zum Beispiel über Postman und wenn Sie dort dann unter Localhost 8080, was ja der Standard Tomcat Port ist, unter Ihrem Projektnamen, der hat ja bei uns jetzt hier den relativ nichtssagenden Namen Service, aber wenn Sie diesen Projektnamen hier einsetzen, den er standardmäßig als Pfad verwendet und darunter dann den angegebenen Pfad, den wir im Controller gewählt haben, also Nodes, und wir dort ein Get ausführen, dann sehen wir, dass wir momentan gar keine Node haben. Und so können Sie jetzt natürlich weiter auch hier entsprechend zum Beispiel einen Put-Request eingeben, eine Node hinzufügen oder wenn Sie hier die ID 1 angeben, dann wird hier jetzt ein Fehler kommen. Das ist klar, er sagt hier Illegal Argument Exception, aber Sie sehen, dass es in diesen Code 400 verpackt ist und dass wir jetzt also keinen 500er Internal Server Error mehr bekommen, sondern tatsächlich diese Aussage, es ist ein Bad Request. Und Sie sehen dann, was wir eigentlich für einen Pfad eingegeben haben, der kommt hier auch noch mit zurück. Dann viel Spaß beim Testen Ihrer Applikation, die Sie mit Spring Boot gebaut haben, Ihrer ersten. Das Letzte, was ich Ihnen noch schuldig bin, ist Ihnen zu zeigen, wie denn jetzt diese OpenAPI-Dokumentation aussieht. Und dazu können Sie einfach hier in den Browser hergehen und rufen jetzt diesen Tomcat Basis UI Localhost 8080 und Ihr Service-Projektnamen, also bei uns jetzt slash Service auf und dahinter hängen Sie an slash swagger-ui.html. Ich hatte Ihnen ja eben schon erläutert, dass OpenAPI früher Swagger hieß und wenn Sie das aufrufen, dann kommen Sie genau auf diese Startseite, wo Sie diese Dokumentation sehen und das ist alles aus unserem Code raus generiert worden. Also Sie sehen, es gibt ein Get auf die Nodes mit einer ID. Hier haben Sie eine ID, die tatsächlich erforderlich ist, die Sie angeben müssen, wenn Sie die Nodes-ID-Methode nutzen wollen. Die Nodes ohne ID gibt es natürlich auch noch. Das ist eine separate Methode bei uns, die nimmt gar keine Parameter entgegen. Und dann sehen Sie hier, wie denn beispielhalber so ein Return-Wert aussehen könnte. Nun sehen Sie hier eine ID drin, ein Content drin in der Node, ein Title und eine Author-ID. Also genauso wie unsere fachliche Entität Node hier aufgebaut war mit diesen vier Attributen. Das sehen Sie jetzt hier auch für die einzelne Node. Unten ist es halt eine Listung von Nodes. Und beim Put sehen Sie dasselbe, dass der Put hier eben auch diese Node als Parameter erwartet und er erwartet sie im Request Body. Und er wird Ihnen als Response auch dann eine neue Node geben und die Default Response ist eben genau diese 200. Und so sehen Sie, erzeugt er Ihnen schon eine recht ansehnliche API-Dokumentation. Auch die Node als fachliche Entität ist hier aufgeführt, dass also die ID eine Integer ist, genauso wie die Author-ID und die beiden anderen Felder ein String. Und das alles habe ich bekommen, weil ich in meine Maven-Projektdefinition, wo ich Spring Boot ja schon nutze, einfach nur diese Abhängigkeit eingefügt habe zu diesem Swagger UI und die Abhängigkeit eingefügt habe zu dem Plugin, was mir diese Definition generiert. Und Maven hat alles weitere im Hintergrund geholt und mit den Spring Boot-Möglichkeiten aus dem Framework passend gebaut. Das war also unsere Rundreise durch Spring Boot und da sehen Sie, mit wie wenig Aufwand man hier an einen funktionierenden Webservice als Microservice kommen kann. Die nächste Aufgabe wäre natürlich jetzt diese Author-ID wirklich zu nutzen und damit zu prüfen, gibt es den jeweils verlinkten Author. Die Entität Author hatte ich ja hier eben auch mit rüber ins Projekt gezogen. Auf der anderen Seite könnten Sie den Author-Service sogar auch als separaten Microservice wieder betreiben und dann quasi ganz genau nach der Blaupause unseres Nodes Microservice auch bauen. Viel Spaß dabei!